Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Es wäre so cool gewesen, wenn wir in der letzten Folge Goliath umgebracht hätten. Das wäre so cool gewesen. Es hätte mich so erfüllt. Aber Dinge sind aufeinander getroffen. Zum Beispiel ich auf einen Stein oder der Stein auf mich. Je nachdem. Irgendwas kam als erstes. Und dann bin ich irgendwie gestorben. Unsere armen Berge konnten uns leider nicht retten. Aber wir machen jetzt mal schnelles Laden. Ich würde grundsätzlich erstmal dieses andere Vieh gern versuchen umzubringen, was da irgendwie mal einfach so dazwischen kam. Bin ich ein... Gerade mal gucken. Doch. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Und auch das noch. Ja, in hier. Nicht weg! Also man kann nicht während des Kampfes Zeug einsammeln. Okay. Ich sollte mehr diesen Dreiecksdienst machen. Hasta la vista, Baby! Okay. Klarheitskern. Bruchsplitter sind kristallisierte Konzentrationen des Bruchs, die von den Körpern der Gebrochenen nie vollständig absorbiert wurden. Dieser kleine Kern wurde von einem schwächeren Gegner zurückgelassen. Er hat mit den magischen Kräften mehrerer Tantas reagiert und ist in der Folge beinahe völlig durchsichtig geworden. Ah, das gibt's auch. Das ist ja interessant. So, da drüben ist der böse Goliath. Ja. Der wahrscheinlich so, gar nicht so böse ist, sondern ich. Also, ich. Wir sammeln das hier mal ein. Wo kam denn? Was ist jetzt los? Neue Magie ist verfügbar. Nein, lass mich. Da ist er. Was spielt denn er für eine Rolle? Hey, der macht's ja wie ich. Mylodon. Viel mehr Bruch als dieses abscheuliche Geschöpf kann man wohl kaum absorbieren. Das Wichtigste, was du hier beachten musst, pass auf, wenn es sich auf die Hinterbeine stellt. Und was auch passiert, postiere dich nicht direkt davor. Das wird lustig. Boah, der hat so eine Maske auf über Destiny. Nee, das funzt nicht. Oh. Gleich kommt ein Knaller. Hab was für dich. Komm schon. Nein, wo ist es? Hilfe. Das hilft nicht viel. Cool.
Boah, der hat eine krasse Kiste da hinten. Gleich kommt ein Knaller. Bist du bereit? Probieren kostet nichts. Absperrung. Getroffen. Ich nicht. Für mein Glück. Ändere ich gerade. Zu lang! Gleich gibt's aufs Maul! Komm schon! Mylodon. Wir haben endlich mal was Großes umgebracht. Ah. Diese Bären haben unermesslich viel Bruch in sich aufgenommen und sind dadurch in extremer Weise mutiert. Unter anderem ist ihr Fell schneeweiß geworden. Sie streifen durch die Gegend Junons, in denen die Verderbnis am konzentriertesten auftritt, und stehen in so starker Verbindung mit ihr, dass sie Bruchsplitter aus dem Boden hochschnellen lassen können, um ihre Feinde anzugreifen. Sehen sehr cool aus. Ah, das mit diesen Massen, das erinnert mich schon sehr an Death Stranding. Lass mich diese Flötenblume nehmen. So, wir gehen jetzt. Goliath ist nichts für uns. Da haben wir zu wenig, jetzt auf jeden Fall zu wenig Heiltränke. Ach so, ich muss dahin. Oh oh, hänge ich jetzt hier? Das ist aber doof. Oh nein, Glück. Okay, das heißt, wir müssen zu unserem Zielort gehen, sonst geht es nicht weiter. Thank you.
Aber dafür gehen wir mal hier hoch. Wir wissen, was hier oben ist. Oh. Na super. Kann das sein, dass wir hier schon mal gegen ihn gekämpft haben? Ich spüre. Oh, veränderter Kugel, ja, der super. Das wird ein Spaß. Ich glaube, wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. Wir sind auch gestorben. Ich frage mich halt gerade, warum ich das überhaupt probiere. Weil wir haben den anderen schon nicht gepackt und wie gefällt dir das? Nein! Verdammt, bin ich. Nein, ich will wieder hoch. Sorry. Ah, nein, da ist er ja. Das wird lustig. Das wird dir schmecken. Ja, in hier. Ich verstehe diese Lebensanzeige nicht. Kann das sein, dass er sich einfach wieder auffüllt? Komm ich mal wieder hoch. Wie wär's damit? Das wird dir schmecken. Oh nee. Das hilft nicht viel. Ja, das war aufs Falsche. Los, fahren! Huh.
hat gesessen. Nee, das funzt nicht. Ja, den hier. Also ich glaube, mit ein paar Heiltränken hätte ich echt eine Chance. Hilfe. Bringt er uns jetzt um? Gibt's aufs Maul. Nicht schlecht. Yep. Scheiße. Oh Mann. Der liebe Heldenring hier. Wow. Hey. Schieß er wohl jetzt. Okay. Keine Bewegung. Oh. Ja, ich weiß, du bist immun. Gleich gibt's aufs Maul. Ich will es trotzdem immer wieder probieren. Da. Oh. Frey, hörst du mich, Frey? Ich glaube, ich sollte diese Viecher echt aufgeben. Zumindest fürs Erste.
Bitte was? Ach, kann das sein, dass der einfach ein Gegner ist, der wieder da ist? Wahrscheinlich, gell? Es müsste eigentlich ein Gegner sein, der immer wieder kommt. Wir schauen mal schnell in unser Archiv. Da müssten wir ihn ja haben. Gegner, so. Ja, gut, sehr gut. Okay. Guck mal hier. Hier ist eine kleine Farm. Ach, Wölfis. Volltreffer! Euch krieg ich hin. Hasta la vista, Baby! Oh, oh, halt. Wo ist denn der Weg, den wir... Warte mal. Da müssen wir hin. Da ist die Zuflucht. Da sind wir. Also wer hier mit demselben Karren rumfährt, der hat ja wohl nicht anders verdient. Auch mal die. Also, wir gehen erstmal hier. Alles kennen wir doch hier. Wir gehen erstmal in diese gesegnete Zuflucht. Und dann werden wir... Kann das sein, dass die Dinger einfach wieder auftauchen? So, oder warum haben wir die hier nicht eingesammelt? Wir probieren das jetzt mal. Vielleicht kommen die ja wieder. Oh, da ist eine Kiste. Nicht gesehen. Oh, hier ist einer. Das hat gesessen. Heiltrank. Ist sonst noch was? Dann schauen wir mal hier rein. Haben wir jetzt schon die ganze Zeit genug rumgekämpft? War ein bisschen anstrengend, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Gesehen? Hä? Kannten wir das noch nicht hier? Wenn ein Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgelöst. Kann jetzt hergestellt werden. Heiltrank? Was kann ich hier machen? Materialbeutelkapazität. Na gut, das brauche ich noch nicht. Ha! Das wären ja lange Kämpfe. So. Man braucht dafür alles eins. Hm.
Wenn ein Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgelöst. So. So. Metallklumpen. Wahrscheinlich finde ich jetzt hier Heilung. Eines Tages. Ach nee, 17.9.3877. Probleme in Brennost. Eines Tages, bald nachdem das Miasma nach Brennost vorgedrungen war, kam ein fahrender Händler nach Legatus. Doch das Dorf war wie ausgestorben. Erst als er zum Dach eines nahen Gebäudes hinaufsah, erblickte er ein großes, geflügeltes Etwas. Schwarz wie die Nacht und unbeschreiblich grauenerregend. Unmittelbar nachdem er der Kreatur gewahr wurde, ergriff der Mann die Flucht und blieb nicht stehen, bis er Tipal erreicht hatte. Zumindest erzählt er diese Geschichte jedem, dem er dort begegnet. Aha, wir sind diesem auch schon. Begegnet. Wir nächtigen mal. Und wir beenden hier mal diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.